Ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, wir schauen uns hier an. Please forgive me. Und schon den Ambient-Sound im Hintergrund erkenne ich sofort wieder. Es gab eingangs eine Warnung, das Spiel ist in einem Stück zu spielen. Es gäbe zwar Checkpoints, aber in dem Moment, wo ich das Spiel beende, beginne ich wieder von vorne. Ich muss es also in einer Sitzung schaffen, so verstehe ich das. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Please forgive me ist der Titel. Los geht's. Gut, ich denke, das Alter habe ich knapp erreicht. Да, Сергей. Павел, привет. Понимаю, что твой отпуск уже начался, и ты прямо сейчас на пути к дому, но у меня будет к тебе одна маленькая просьба. А, только не начинай. Hey, wir bekommen eine Anfrage. Прошу, прости меня. Ты лучший специалист по недвижимости в моей фирме, и мне больше не к кому обратиться. Клиент очень жирный. Понимаешь, а делов всего на 30 минут. Плюс отличный комиссионный, неплохой бонус к свадебному путешествию. Сколько? 20% от сделки. Нужно проверить квартиру перед сдачей, убедиться, что все в порядке, и оставить ключи под ковриком на входе. 30%. Ты меня без ножа режешь, алчная жопа. Ну, в таком случае проверяй квартиру сам. Нет, нет, стой. Ай. Ну ладно, я согласен. Накину еще 10% за срочность. Тогда по рукам. Я локацию сейчас скину. Тебе позвонит клиент, и вы с ним обо всем договоритесь. Только не хами ему ради всего святого. За это накину еще 10%. Павел, я серьезно. Он... заебал со своими правилами. Шмалис, это интересно, да? Ja, ich bin ja schon mal richtig fasziniert. Да, слушаю. Добрый вечер, Павел. Меня зовут Михаил. Я по поводу квартиры. Я в курсе. Надеюсь, вы успеете сделать все к утру. Моя мама очень устанет с дороги, ей нужно будет отдохнуть. Приведите все в порядок и подготовьте кровать. Подушки взбить или вы сами? Что ж, Сергей предупреждал о вашем характере. Уверен, он помогает вам в бизнесе. Не делайте ничего, что противоречит вашим убеждениям. Просто сдайте нам эту квартиру. Постойте, ваш голос, он кажется мне знакомым. Мы уже пересекались? Это вряд ли. Пусть так и остается впредь. Прощайте. И вам не хвора... Да, ночка обещает быть интересной. Hey, das war jetzt ziemlich viel Gequatsche. Jetzt darf ich mich auch bewegen. Gut, also... es scheint unser Job zu sein, so ein Apartment, das bezogen werden soll, vorab zu prüfen. Ну и кто там лапает мою машину? Ich habe da jetzt so ein Bild vor Augen von irgendwelchen superreichen Leuten, die Übergriffe, Attentate oder dergleichen befürchten. Deshalb tue ich das halt für sie. Wird er dafür offenbar auch relativ gut bezahlt? Hier habe ich mich geirrt. Es geht eigentlich nur darum, Immobilien, die gekauft werden sollen, vorab zu begutachten. Ich habe leider überhaupt keine Idee, wo ich jetzt hin soll. Oder vielleicht sollte mich auch erstmal interessieren, wer da in meinem Auto ist, oder? Vielleicht mache ich das erstmal. Das hat mich doch jetzt bemerkenswert kalt gelassen. Ja gut, das scheint Teil meiner Aufgabe zu sein. Aber ich kann da nicht ran. Ёб твою мать! Долбаная псина! Напугала до усрачки! So, okay. Genau, dem Hund hast du es aber gegeben, der wird schwer beeindruckt sein. Кто так хранит стекло? Это небезопасно. Das ist eine gute Frage. Ich hab's gar nicht als Glas erkannt, aber jetzt, wo es sagt, stimmt, hier steht so eine Fensterscheibe rum. Kann ich offenbar nicht durch. F ist eigentlich eine Taschenlampe. Scheint aber aktuell noch nicht aktiv zu sein. Gut, ich bin noch etwas orientierungslos hier, aber gut. Es liegt ja irgendwo nahe, dass ich nicht nur einen einzelnen Raum begutachte, sondern das gesamte Gebäude. So verstehe ich jetzt mal meine Aufgabe. Habe ich schon meine Waffe? Ne, ich habe noch gar nichts. Erstmal irre ich nur ziellos
und sorglos umher. Trotzdem glaube ich, etwas mehr Gamma würde uns gut tun. Schauen wir mal. Das ist sehr viel Gamma. Aber gut, so können wir doch schon was sehen. So ist es doch okay. Immer noch schummrig genug. Aber wir sehen ein bisschen was. Na gut, dann sehe ich jetzt vielleicht auch etwas genauer, wo ich hin muss. Aber mit dem Hund will ich mich ganz offensichtlich nicht anlegen. Vielleicht eine kluge Entscheidung. Hier liegt nur so eine Tür im Weg. Kann ich die einfach wegschubsen? Was ist das? Dekogon? Ah, Propangas. Okay. Okay. Вот эта злополучная квартира. Надеюсь, открыта. Надо проверить. Okay, ist ein bisschen streng geskriptet. Löst ihr jetzt erst aus, offenbar, nachdem ich nach dem Hund bzw. der Alarmanlage geschaut hatte. Ah, ну конечно. А ключ где? Еще и телефон разрядился. Ach ja, ganz nebenbei geht unser Telefon noch nicht mehr. Die Tür ist zu. Wie kommen wir da noch rein? Hilfe, Hilfe. Heißt rot eigentlich warten, er kommt, oder... Интересно, в этом чертовом доме хоть что-то работает? Irgendwie kratzt es auch an meiner Theorie, superreichen Apartments vorab zu besuchen. Was wollten die hier? Und man könnte, glaube ich, kaum unabhängiger absteigen, als in so einer Absteige. Ja, versteht schon. Gut, ich muss, denke ich, den Schlüssel suchen. Fußmatte wäre so der Klassiker, ist nichts. Diese Blume ist auffällig, aber... nichts damit anzufangen. Fahrstühle interessieren sich auch nicht für mich. Tja. Ist auch eine interessante Form des Türoffenhaltens. Ich hoffe nicht, dass das eine Feuertür ist. Ah. Hallo? Na gut, vielleicht können wir hier jetzt irgendwo was auslösen. Wir werden übrigens auch über eine Waffe verfügen. Und sterben können. Ich bin gespannt. Im Augenblick bin ich noch etwas ernüchtert. Aber das Intro war schon catchy. Also ich, hoffe, uns erwartet hier dann doch was im Detail Interessantes. Neues, Frisches, Andersartiges. Vielleicht war da hinten auch eine Klingel an der Stelle, wo ich nicht geguckt habe. Nee, wenn, dann ist es die. Und die ist nicht zur Interaktion gedacht. Das ist auch verplombt. Was ich für wenig clever halte. Aber mich fragt ja keiner. Das finde ich ganz gut. Dann kann ich im Nachhinein immer sagen, ich habe es ja gesagt. Mich hat ja keiner gefragt. So einer bin ich, ja. So ein Arsch. Also es kann nicht sein, dass mich solche Säcke aufhalten. Springen kann ich auch nicht. Ducken kann ich mich. Bringt mir aber auch nichts. Da blinkt was. Soll mir das was sagen? Wo ist eigentlich die Scheibe hin? Deren Existenz ich vorhin noch monierte, die ist weg, aber dafür ist hier was. Что серьёзно? Как своевременно. Ah, der Fahrstuhl fährt nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Это что ещё за херня? Кто-то побежал наверх? Gut, also offenbar muss man auf solche Details achten, dass Dinge auf einmal anders sind. И куда все делись? Мне что, теперь пристально вглядываться в каждый лестничный проем? Ja, dazu müsstest du erstmal in der Lage sein, hier durchzukommen. Das kannst du nicht. Du Superspezialist. Kannst nicht springen, nicht klettern, du kannst gar nichts. Du bist eine Null. Entschuldigung, es ist gerade mit mir durchgegangen. Na gut, dann gehen wir mal runter.
Vielleicht ist auch jemand nicht upstairs, sondern downstairs gelaufen. Wer weiß das schon. Wir im Augenblick jedenfalls nicht. Aber hier haben wir ja ein ganz ähnliches Problem. Verhöre ich so ein Krabbelgeräusch, das mir nicht gefällt. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder... klingeln. Sachen auslösen und angucken. Leute ärgern. Vielleicht nochmal die Fahrstühle drücken. Einfach nur, weil wir es können. Wäre eine interessante Option. Scheint aber noch kein Thema zu sein. Also vom Horror ist bisher eher nichts zu spüren. Sie ist kaputt. Wo ist der Rahmen hin? Vielleicht kann ich hier jetzt was machen? Ich meine, der Fahrstuhl ist kaputt. Vielleicht bin ich ja ein Fahrstuhlexperte. Was soll mir das eigentlich sagen? Hallo? Похоже, я в этом доме не один. Gut, ich habe mich total über das Geräusch erschrocken, aber ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe nichts gesehen. Okay. Das war offenbar das Ereignis, das ich auslösen sollte. Dann suchen wir den nächsten Triggerpunkt. Mir stimmt gerade irgendwas nicht. Ich schaue sicherheitshalber nochmal hier unten nach. Einfach um zu vermeiden, dass ich irgendwas übersehe. War das vorher auch so? Das hier? Diese Rampe? Dieses Wesen nimmt die Treppe, ich nehme den Fahrstuhl. So очень интересно. А конкурсы с аниматорами будут? Ich glaube nicht, dass es nur eine Kostümshow ist. Das war schon mal nichts. Das war nichts. Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток выбраться самостоятельно. Ja, ich stecke fest. Сохраняйте спокойствие и ждите помощи. Ja, ich bin auch ganz ruhig. Если вы застряли, не предпринимайте... Jetzt nicht mehr so. Also ohne die Durchsage ging es mir noch besser. Hallo?
кто-нибудь есть? Да, стоит jemand? Das wäre jetzt meine Frage. Эй, вы там застряли, что ли? Я, ich stecke fest. Ну, а на что это еще похоже? Скорее всего, застрял. Вы можете помочь? Hilf mir. Да, наверное, предохранитель выбило. Я сейчас попробую все исправить. Gut, er wird also die Sicherung fixen. А это случайно не вы, как сумасшедший, бегали по этажам? Я только что пришел, так что это точно был не я. Вообще здесь давно уже никто не живет. Очень странно, что вы... Эй, все в порядке? Вы еще там? Ау! Будем надеяться, что его не сожрал тот дикий пес на улице. Okay, also der Dude, der uns helfen wollte, war nicht der, der das Treppenhaus hochgestürmt ist. Und als Nebeninfo erfuhren wir, hier wohnt niemand besonders lange. Und der offenbar auch nicht. Sofern er überhaupt mal hier gewohnt hat. Aber jetzt... Oh. Das sieht jetzt eher nicht so gut aus. Obwohl es heißt ja immer, es sieht immer nur nach viel aus, weil kräftiger Blutfarbstoff, ein bisschen Wasser verdünnt. Vielleicht hat er auch einfach nur Nasenbluten. Ich meine, das sind ja auch zwei Flecken, linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch. Hat einmal kräftig Hachi und ja, so muss das gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher. Ich will da gar nicht mehr rein. Der hat Nasenbluten. Das ist eklig. Guck mal, bis an die Wände. Also was du? Spannend finde ich ja auch diese Spuren. Wollen wir es nochmal probieren? Ne, wir können auch gar nicht mehr rein. Okay. Oder mal einen anderen Fahrstuhl? Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек. Dass ich eine schlechte Person bin und dafür büßen werde. Не заходи. Ja. Не заходи. D'accord, ich gehe weg. Не заходи. Wir sind uns einig. Ich komm nicht rein. Ja, ist gut, ich gehe. Also. Не заходи. Warum ist die Stimme immer noch so dicht? Не заходи. Не заходи. Не заходи. Er wird schwächer. Не заходи. Unangenehm. Da weint jemand, oder? Oh ja, eine Nonne, die vor der Tür sitzt. Hallo Mütterchen. Что за хуйня здесь происходит? Я сваливаю отсюда. Die Frage finde ich berechtigt. Was geht hier vor sich? Und ja, d'accord, ich will hier auch nur noch weg. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt das? Da ist ein Zettel. Hinter der Tür werden wir dein Gesicht zerstampfen? Genau. Gut, dann gehe ich da nicht durch, ne? Ist doch easy peasy. Ja, mir gefällt es hier irgendwie gar nicht mehr so. Oh. Hinter der Tür werden wir die Gedärme rausreißen. Oh, geil. Oh, das ist ja auch noch ein Zettel. Hier wirst du weinen und nach deiner Mami rufen.
Zettel. Geh nicht in dieses Apartment. Ja, geht klar. Warum auch? Mal klingeln vielleicht? Ah, da ist auch noch ein Zettel. Du wirst hier heute sterben. Tja, ich habe gerade nicht den Eindruck, da irgendwie Mitspracherecht zu haben. Was ist das? Ja, was ist das? Gute Frage. Kann ich das vielleicht mitnehmen? Da ist irgendwas Gelbes, ein Schlüssel, ne? Dieses Objekt wird einen Schlüssel beinhalten. Sind das irgendwie Füßchen? Eine Schale mit... Ich weiß nicht. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ist das vielleicht eine Anleitung für den Sicherungskasten? Das ist noch der... Ja. Ja, der Fahrstuhl arbeitet nicht, Zettel. Gehen wir nochmal hoch, vielleicht ist da auch zwischen irgendwo ein Zettel. Ja, es ist irgendwie heller geworden, ne? Sollte ich mal bei den Briefkästen schauen? Hat diese Tür eigentlich schon ausprobiert? Gut, da ist nichts zu wollen. Meine Waffe habe ich aber irgendwie auch noch nicht. Dann mach aber auch. Droh nicht nur, tu was. Was rede ich da? Gut, wir können doch mal... nee, können wir nicht. Machen wir den mal zu. Das bringt mich nur durcheinander. Er hält mich vom Denken ab. Nee, der ist nicht gebogen, ne? Ich bin irritiert. Okay, was habe ich mir denn jetzt noch nicht angesehen? Den heißt doch auch, ne? Don't go into that apartment. Ja, geht klar. Ist absolut in Ordnung. Ist doch gar nicht warum. Ja, den Dämmer rausreißen und so. Ach hier, die sind das doch. Das können diese Füßchen sein. Ah, okay. Hm.
Schwester? Die sah nicht gesund aus. Меня обманули, сынок. Я потеряла все свои деньги. Он не отвечает на мои звонки. Он притворялся хорошим человеком. Ой, von einem Betrüger. Мое сердце. Мне плохо. Und jetzt scheint sie so viele Herzattacke zu haben. Кто-то запер меня в этой квартире. Что за чертовщина здесь творится? Дождусь утра и позову на помощь. В любом случае, здесь намного безопаснее. Gut, ich wurde hier eingesperrt, muss hier bis zum Morgengrauen warten und halte das für sicher. Irgendwie gehe ich damit noch nicht d'accord, muss ich sagen. Aber ihr wisst es. Ja, ist ja gut. Hallo? Ich kann nicht rangehen. Как же здесь темно. Нужно найти фонарик. Einverstanden. Er sucht eine Flashlight. Ist hier eine Flashlight? Hier ist zumindest eine Kerze. Das ist doch ein Anfang. Was ist das da? Ein Wecker. 12.05 Uhr. In Ordnung. Mehrfachsteckdose. Kann man immer gebrauchen. Also wenn man Mehrfachsteckdosen braucht, sonst eher nicht. Taschenlampe bitte. Ich brauche eine Taschenlampe. Also ich nehme doch mal an, die wird irgendwo dort liegen, wo man sie noch leidlich gut erkennen kann. Also nicht unbedingt hier irgendwo. Ach, nett. Wo kommt dieses Licht her? Über mir scheint irgendwas sich zu bewegen auf zwei Füßen. Was ist das alles? Gut, Herren- und Damenschuhe. Gut, nicht wirklich Kinderschuhe mit dabei. Ich nehme mal an, die haben wir hier eher nicht. Die Kinder. Oder die rennen alle barfuß rum. So hatte ich es auch beschlossen. Kinderschuhe sind echt teuer. Dachte ich, mein Kind wird erst laufen lernen, wenn es 16 ist. Klingt hart, aber guckt euch mal die Preise an, meine Güte. Also so taschenlampentechnisch bin ich noch nicht weitergekommen. Moment, da leuchtet doch was. Also ja, da leuchtet was, aber da gibt es wohl doch eine konkrete Lichtquelle, oder? Ich komme nicht dahinter, aber da wird doch die Taschenlampe hinter sein, oder? Nee. Zu.
Fernbedienung, keine Ahnung. Wer versteckt was? Bügeleisen. Bügeleisen, das hilft mir nicht weiter. Ob ich das Gamma nochmal höher drehe? Nee, bringt auch nichts. Es ist halt einfach dunkel. Liegt da was drunter? Ja, ein Schuh. Der bringt mir dann auch nicht wirklich was. So Leute, wie sieht es aus, so taschenlampentechnisch? So. Zufällig vorbeigehen, da ist ein Interaktionspunkt. Rein zufällig. Von hier kriegt man ihn nicht. Das ist ein bisschen doof, aber jetzt haben wir es. So. Für deine Ferien. Verschiedene Kostüme. Okay. Lustig oder gruselig. Ja, fein. Das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Ich nehme mal aber an, jetzt ist das nächste Ereignis getriggert. Aber das ist schon übel, ne? Ja. Mal gucken, ob es jetzt woanders weitergeht. Das war's schon wieder. Hier tropft was, oder? Ich höre zumindest, oder es tickt was. Das könnte auch sein. Oh. Okay. So ein automatisches Klo. Ich höre Schritte. Ich hoffe, über mir. Oh, da rauscht was. Gehen wir doch mal gucken. Das erzeugt zumindest Licht. Das finde ich gut. Ja, sehr lustig. Ja, Humor ist Geschmackssache, nicht wahr? Ich wusste doch, das ist ein Irrtum, dass man hier sicher ist. Hallo?
Der hat wohl noch nie ein Psycho-Horror-Spiel gespielt. Hm. Schraubenzieher, nett. Ich würde ihn mitnehmen. Нужно все осмотреть в этой чертовой квартире. Может быть, где-то есть ключ. Gut, wir wollen einen Schlüssel finden. Finden wir einen Schlüssel. Wir haben den 29. irgendeines Monats, irgendeines Jahres. Und alle Kerzen sind aus. Боже мой! Опять эта жуткая старуха! Главное, не сойти с ума! Er ist Pessimist. Ich würde einfach sagen, wir haben jetzt geistlichen Beistand. Ist doch nett. Oh, ist das wieder ein Mokoko? Es ist ein Mokoko. Schön, ein Mokoko. Unreal Engine 4 Liebhaber. Ken Mokoko. Ich wollte immer mal googeln, ob es die Firma wirklich gibt. Oh, was ist das? Er sieht skeptisch aus. Er weiß noch nicht, was er von uns halten soll. Wer kann es ihm verübeln? Okay. Na gut, man kommt schnell ran, wenn es ein Problem gibt, ne? Doppelbett, das habe ich nicht erkannt vorher. Klonk. Oh. Это же моя визитка. Что она здесь делает? Okay. Eine Visitenkarte. Kann ich behaupten, dass mich das weiterbringen würde? Die Geräusche finde ich sehr unangenehm. Ein Sarg. Gibt's ein Problem da drin? Kann ich irgendwie helfen? Noch ein Schraubenzieher, oder? Vielleicht bringt der ja was. Boah, sind das unangenehme Geräusche. Hier ist ja noch einer. Hier ist ein Nee, kann ich nicht nehmen. Oh Mann! Das macht mir ganz schön mürbe. Hier ist ja noch einer. Und noch einer. Ein Zettel. Какой кошмар! Я должен понять, что здесь происходит. Нужно найти больше информации об этой квартире. Okay, das Achievement heißt, du wirst das Stück Papier brauchen. Maximal unangenehm, dieses Spiel. Okay. Hm.
so ein bisschen ärgerlich, dass mit den Triggerpunkten sehr eindimensional ist. Und sowas ist knifflig. Ansonsten ist das Spiel aber schon ja, ziemlich dicht atmosphärisch. Sehr beklemmend, sehr unangenehm. Ich weiß nicht so richtig, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und auch das ist manchmal unangenehm, wenn es so auf keine bestimmte Moral hinausläuft, auf keine Mission, einfach nur um den nackten Terror. Zettel, ich komme dann nicht, komme ich doch rein. Дорогой сынок, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Всей своей материнской душой я всегда рядом с тобой. Когда-нибудь мы обязательно увидимся. И мое сердце, замерзающее на холоде и покрывающееся льдом, наконец-то растает. Твоя мама. Also, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Холод? Лед? Wirst immer mein sein. Что она имела в виду? Und irgendwann wird mein gefrorenes Herz schmelzen, wenn wir uns treffen. Okay. Russisch beschriftet, kann ich leider nicht lesen. Auch das nicht, was man erkennen könnte, auch diese Bücher nicht. Vielleicht versuche ich es ja noch mal mit rausgehen. Hat irgendwie wieder nichts zum Auslösen. Eine lecker Kerze zum Abendbrot. Tja, erneut bin ich ratlos. Keinen Hinweis darauf ableiten. Hm.
А. Да, все равно цветы. Небо, солнце, облака. Снизу горная река. Камни круглые лежат. Одиноко им. Молчат. Okay. Der Himmel, die Sonne, die Wolken. Der Meeresfluss, Gebirgsfluss, läuft hinab. Die runden Steine liegen herum. Sie sind einsam und sie sind still. Okay, das wird ein Hinweis aufs nächste Bild sein, nehme ich an. Ich hätte jetzt auf dieses hier getippt. Obwohl, nein, hier ist keine Sonne. Hier, das vielleicht. Ja. Kein Zettel? Doch. Воды нет уже вторую неделю. Так хочется принять ванну. А с ведром я уже намочилась. Okay. Kein Wasser für zwei Wochen. Ich wollte ein Bad nehmen. Ich habe genug gelitten. Weil ich immer nur einen Eimer benutzen konnte. Gut. Nehme ich an, die Badewanne ist gemeint? Oder der Eimer. Schau mal in die Wanne. Oder ein Bild, auf dem Dürre herrscht, weil zwei Wochen kein Wasser. Das haben wir hier aber nicht. Dann schauen wir uns nochmal den Eimer und die Wanne an. Ist nichts. Hier ist... Ah. Auch nichts. So komisch, dass da hinten die Kiste ist. Hat aber keine Möglichkeit, da ranzukommen. Auf den verändert sich vielleicht was mit fortschreitender Kenntnis, aber das ist nicht der Fall. Da! Ja, komme ich da vielleicht ran? Nee. Sieht jetzt auch nicht gerade nach Dürre aus. Zumindest ist es ein Bild und es hängt sogar schon schief. Ist aber nicht die Lösung. Okay, weiter geht's. Vielleicht? Nein. Thank you.
Und wieder ist mir die Sache ein Rätsel. Окей. Кажется, я что-то слышал об этом. Не припомню. Gut, wir hatten diese Vorgeschichte gehört von der geprellten Dame, die den Herzanfall hatte. Möglicherweise war das Wasser abgestellt, weil sie es nicht bezahlen konnte. Seite. Ist ja auch offenkundig eine Tür hinter, ne? Dahinter ist noch ein Raum. Ja doch, was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Sorry. Hab ich auch noch nichts getan, ne. Auf zu klopfen, das nervt. Hinweis. Ist auch eine abenteuerliche Konstruktion. Scheint aber auch keinen besonderen Sinn zu verfolgen. Ich hätte irgendwas mit diesem Klopfen anfangen müssen, aber ich habe keine Idee, was. Schauen wir mal, ob ich, weil das so blendet, ob ich was zum Interagieren finde, aber da ist auch einfach nichts. Jetzt mal mit der Maus rüber gewischt. Hier ist noch ein Zettel. Ritual, den Dämon austreiben. Versuch nicht, ihn zu verleugnen. Er hat nur ein Ziel, dich verrückt zu machen und dir die Seele auszusaugen. Wenn du ihn verärgerst, wird er dir nachstellen und versuch, so schnell wie möglich einen Exorzismus durchzuführen. Du musst das Blut der Unschuldigen vergießen. In dem Fall wird der Dämon das an deiner Stelle nehmen. Aber erinnere dich... Okay.
Aber denk daran, alles unschuldige Leben, was du nimmst, wird dich nur mehr leiden lassen. Gott schütze dich. Okay, ist irgendwas Seltsames vorgefallen. Etwas sehr Seltsames. Okay, wurde hier ein Opfer dargebracht? Tja, und jetzt? Also es versucht so ein bisschen diese Emeka Games Schiene zu fahren. Leider fehlt so ein bisschen der letzte Schliff, so die Raffinesse. Es sind zu viele Durchhänger. Das jetzt wieder aus. Und es kann mir ja recht sein, oder? Umso eher wird man auf mich aufmerksam. Tja, wie kriege ich den Scheiß wieder aus? Vielleicht kann ich ja jetzt den Schraubenzieher nehmen. Wo war der nochmal? Hier. Nee, nichts kann ich nehmen. Du musst es überspielen. Kalong, kalong, kalong. Dann hört es vielleicht keiner. Das ist die Erklärung. Tja, es beginnt eigentlich zu nerven. Aber nicht unbedingt zu gruseln. Okay, das Getut ist jetzt wenigstens schon mal aus. Warum auch immer. Aber ich bin froh, das war ja nur nervig. Dann habe ich den Scheiß auch mal rausgeschnitten. Ah, aber wir haben einen neuen Zettel. Okay. Okay, sie haben die Realität gestört. Sie wissen, wie sie jemanden um den Verstand bringen.
Du wirst den Eindruck haben, dass du Dinge siehst, die nicht da sind. Geh nicht drauf ein. Genau. If you begin to believe. Okay. Sobald du anfängst, das zu glauben, haben sie dich. Also gut, diese Alarmanlage mag ein Stilmittel gewesen sein. Ich habe sie trotzdem rausgestellt. Ich finde, das macht einen Unterschied. Okay. Здравствуйте, Павел. Подскажите, квартира на Первомайской 43 еще продается? Я очень хочу ее купить. Okay, will jemand offenbar das Apartment Это что, kaufen? она? Я в ее квартире? Твою мать, идиот! А еще шутил про взбитые подушки. Подушки. Okay. Er kommt gerade auf Kissen und die haben wir ja gesehen. Nee, nicht hier. Gut, jetzt habe ich aber auch ein tieferes Verständnis davon, worum es am Anfang ging. Die wollen das nicht etwa beziehen. Die wollen das kaufen und wollen jemanden, der es begutachtet. Das ist hier mein Job. Ich begutachte Immobilien. Okay, hier sind zwar Kissen, aber die sind es offenbar nicht. Hier ist auch nichts Neues. Gut, das Bett könnte noch gemeint sein. Gut, den Zettel kennen wir ja schon. Ja. Man sieht es als Spiegelung im Bildschirm, sehe ich gerade. Steht hier was? Nein, immer noch nichts. Der Zettel scheint ja noch wichtig zu werden. Nehme ich jetzt mal an. Gut, kann nichts mehr damit machen, auch wenn die Hand noch erscheint. Nee, hier ist irgendwie auch nichts. Der ist. Aha, okay, hier ist er. Hast du die Courage, all das zu stoppen? Und darunter eine Zeichnung einer Person, der entweder durch den Kopf geschossen wird oder die es selber vollzieht. Gut, auch dann würde ich unschuldiges Blut vergießen, ne, wenn ich mir selber eine verpasse. Wobei, ich soll hier bestraft werden. Ich scheine alles andere als unschuldig zu sein. Oh, das klingt nicht so gesund. Gut, aber ich habe doch hier nirgendwo eine Waffe. Also man kann in den Settings sehen. Die sind hier gar nicht zu sehen. Dumm gelaufen. Also die 1 ist belegt als Waffenbutton. Aber ich habe sie nicht. Мой сынок, ему она понравится. Представляю, как она ему понравится. Gut, ihrem Sohn scheint es zu gefallen. Der war ganz offensichtlich noch nicht hier.
War das Bild im Wohnzimmer vielleicht der Sohn? Will ich da jetzt nochmal schauen? Das war jetzt das einzige Bild mit einer konkreten Person drauf. Ja, hier ist ein Zettel. Was ist das? Ein Witz? Möglich. Ich höre das Klavier. Aber nicht dieses Klavier. Gut, was können wir das verraten? Ein Quadrat mit drei Linien in vier rechteckige Felder unterteilt. Und ich höre Klavier. Das klingt schon irgendwie nach Klaviertasten. Also, was würde ich daraus jetzt schlussfolgern? Aber ich kann mit keiner interagieren. Das muss also irgendwas anderes sein. Wieder ein Hinweis, den ich nicht verstehe. Oh, das kennen wir ja alles schon. Hat sich der Zettel hier vielleicht mal verändert? Nein, immer noch nicht. Ein Handtuchstapel vielleicht. Das sind immer vier Handtücher. Nein. Kalender vielleicht. Ah, das Regal. Okay. Дорогой сынок, знаю, что мы давно не общались. Ты не разделил со мной мои новые увлечения, но чем еще заниматься старой одинокой женщине? Ты начал жить своей жизнью, отец ушел от нас, а эти люди, они дали мне надежду. Надежду на то, что моя жизнь не бессмысленна, понимаешь? Сегодня мы проведем ритуал посвящения. А завтра? Завтра тебя ждет большой сюрприз. С бесконечной любовью, твоя мама. Gut, also, sie hatten wenig Gemeinsamkeiten und als der Vater sich verließ, ist er auch seinen eigenen Weg gegangen und sie hat sich auf neue Leute eingelassen. Und ja, um Ansprache zu haben, sich nicht so nutzlos zu führen. Und sie hat mit ihnen ein Ritual durchgeführt. Павел, почему вы не отвечаете на мои звонки? Мне сказали, что дом готовят к сносу. Павел, пожалуйста, перезвоните мне. Okay. Er hat dich zurückgerufen. Das Haus soll abgerissen werden. Okay, das ist der nächste Hinweis. Dann dieses Hämmern. Es würde jemand eilig gegen die Tür schlagen. Ah. Я копила на нее всю жизнь. Ich habe mein ganzes Leben lang Geld gespart, zusammengehalten. Und das Achievement hieß keine weiteren Hinweise mehr. Gut, ich will nicht behaupten, dass die mir sonderlich hilfreich gewesen wären. Ich denke, wir kommen auch ohne ganz gut klar. Was war das? Und wo war das? Ich hoffe doch, das Haus wird nicht mit mir darin abgerissen. Was war das? Hier jetzt aber schon mal die Tür zugemacht. Leider muss ich doch wieder raus. Telefon. Hello. Я только что умерла. Здесь так спокойно.
Иди okay. скорее ко мне. Тебе понравится. Ich bin gerade gestorben. Es ist so ruhig hier. Покой. Komm, folge mir. Es wird dir auch gefallen. Mach das wieder an. Hi. Ich gehe da mal darüber. Ich weiß nicht warum, aber es beruhigt mich im Moment irgendwie. Achso, ich könnte ja mal davon auszugehen, oder? Das könnte. Если подойти к демону во время танца, он высосет мою душу. Я где-то читал об этом. Wenn ich einem Dämon zusammentreffe, saugt er mir meine Seele aus, habe ich mal irgendwo gelesen. Die ist doch eigentlich ganz nett, die tanzt doch nur. Gut, es ist doch nicht eine Nonne, wie ich dachte. Von vorne sieht das unheilig aus. Gut, ich würde sagen, Auge zu und durch, oder? Was anderes gibt es hier nicht mehr zu tun. Also, bitte. Я только что умерла. Okay. Здесь так спокойно. Иди скорее ко мне. Тебе понравится. Ты тоже обретешь покой. Zumindest einer hat Spaß. Also, wie komme ich mit dir jetzt klar? Kann ich jetzt meine Waffe ziehen? Nein. Kann ich bitte eine Waffe haben? Демону во время танца, он высосет мою душу. Я где-то читал об этом. Tja, wie lösen wir jetzt das Problem schon wieder? Der Sarg war doch hinter ihr, oder? Weil es ja hieß, ich werde den Zettel brauchen, aber den komme ich jetzt nicht ran. Oh, das ist vorbei. Hi. Kommen wir klar? Прошу, оставь меня в покое! Dann holen wir uns jetzt mal das Zettelchen, oder? Oder auch nicht? Hi. Ist dahinter vielleicht etwas? Nein, warum auch? Was wird denn das jetzt? Christmas.
glaube, es kommt tatsächlich jetzt von dahinter. Also das Geflüster ist von überall, aber dieses Jammern und Schreien. Das kommt von dahinter. Wie komme ich denn da jetzt ran? Okay. Всего 5 патронов. Нужно использовать их разумно. Пожалуйста, прости меня. Нет, нет, пожалуйста, нет. Ich wollte sie schießen, weil da ein Hilferuf war. Ich soll das sein lassen? Ich dachte, ich würde die Realität vielleicht gerade verkennen. Пожалуйста, прости меня. Нет, нет, пожалуйста, нет! Я что, кого-то застрелил? Ich wollte halt den Alarm auslösen, aber es war so vorgesehen, dass ich sie erschieße, aber ich nehme nicht an, wirklich sie erschieße. Okay, ich komme da nicht durch. Okay, und jetzt? Wohin jetzt? Hier kann ich nicht lang. Hier ergibt es keinen Sinn. Hier kann ich nicht raus. Hier kann ich nicht annehmen. Was kann ich denn überhaupt? Ist das so beabsichtigt, dass ich hier nicht durch kann? Okay. Я перестал общаться со своей матерью с тех пор, как она связалась с этими больными сектантами. Какие-то ритуалы, обряды, спиритические сеансы. Она пыталась наладить со мной контакт, но я не соглашался. А затем она решила сделать мне подарок. Купить квартиру в самом центре. Сделку провел этот хитрый ублюдок по имени Павел Лаптев. Он кинул мою мать, хотя по документам все было прекрасно. В итоге дом снесли, и моя мама умерла от сердечного приступа. Она потеряла все. Деньги, сына, жизнь. Я жаждал мести. Однажды на глаза мне попалось объявление. Просто платишь этим людям деньги, и они устраивают злой розыгрыш. Я хотел, чтобы этот сукин сын оказался в квартире моей матери. Чтобы он понял, что натворил. Я даже оставил пистолет в надежде, что он застрелится. Но ситуация вышла из-под контроля. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство и принудительное лечение в психиатрической клинике. Что могу сказать? Я очень рад такому повороту событий. Месть — это блюдо, которое нужно подавать. Я понял одно наверняка. Никто никогда не узнает, что же произошло в этой квартире. Лично я точно не хочу этого знать. Прощайте. Okay, ich bin soeben versöhnt, muss ich sagen. Das Spiel hatte so seine Längen, aber das ist clever.
und Dedicated to My Father. Möglicherweise hat es einen autobiografischen Hintergrund. Also, was er erzählt hat, wir haben im Grunde einen Betrüger gespielt, der seiner Mutter eine Wohnung angedreht hat in einem Gebäude, das zum Abriss freigegeben war. Und die Mutter hat er damit um alles gebracht. Diese Kultistengeschichte war nur so ein Lieben-Schauspiel. Please forgive me. Jedenfalls, sie ist wohl vor Kummer gestorben und er wollte sich an diesem Betrüger rächen und hat mit ihm ein böses Spiel gespielt. Und zwar das, was sie ihm erlebt haben. Und nebenbefundlich war der Typ sowieso nicht ganz dicht und ist deshalb bei diesem makabren Spiel völlig durchgedreht. Cool. Finde ich cool. Ja, ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe. Es waren einige Längen drin. Nicht ganz so gelungen, muss man sagen. Darum habe ich auch einiges rausgeschnitten, um euch das zu ersparen. Aber es hat sich gelohnt, bis zum Ende durchzuhalten. Sehr cool. Er hat also im Grunde seine Mutter dafür gerecht, dass sie betrogen wurde. Und als besonderer Kniff haben wir den Betrüger gespielt. Und das finde ich cool. Das war lange nicht klar. Also, dass wir ein Arschloch sind, ja. Aber es schien ja alles mehr so auf der Psychoschiene abzulaufen. Aber wir waren wirklich der Böse. Das ist cool. Ja. Okay, haben wir es gesehen. Please forgive me. Ja, muss ich dann doch sagen, ist empfehlenswert. War ein spannendes Erlebnis. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.